Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video lernen Sie, wie das Internet Datenaustausch ermöglicht und was es mit dem Internet der Dinge auf sich hat. Das Internet besteht aus vielen, vielen miteinander verbundenen Netzwerken. Als Sie bei diesem Video auf Play geklickt haben, ist Ihre Anfrage erst übers WLAN zu einem lokalen Router gewandert. Das ist meistens ein ganz normaler WLAN-Router. Die Anfrage ist weitergewandert zu einem größeren, regionalen Router, der an Ihre ganze Nachbarschaft angebunden ist. Von da aus geht sie weiter, zu einem noch größeren Router für Ihre ganze Stadt oder Region. Schließlich wandert Ihre Anfrage durch riesige unterirdische Glasfaserkabel, die Hauptdatenleitung. Sie haben eine unglaublich hohe Bandbreite und können so große Netze miteinander verbinden. Nach einer Reise durch die Hauptdatenleitung taucht Ihre Videoanfrage bei einem anderen, lokalen Router wieder auf. Der schickt Sie dann weiter an den Server, auf dem das Video liegt. Und dann werden die angeforderten Videodaten zurückgeschickt. Von den lokalen Routern hinab bis in die Hauptdatenleitung, von da aus wieder hoch zu einem Router in Ihrer Nähe, damit Sie schlussendlich das Video auf Ihrem Bildschirm sehen können. Die Präsentation an die Kollegen, das Bild, was Sie über WhatsApp verschicken und jede Nachricht, die Sie bei Facebook schreiben, wandern durch die Hauptdatenleitung. Sie sind daher essentiell für das Internet, wie wir es kennen. Deshalb nennt man sie auch Internet Backbone, also Rückgrat oder Hauptstrang des Internets. Viele dieser Leitungen sind übrigens unter Wasser verlegt und verbinden so ganze Kontinente. Und sie transportieren nicht nur Daten, sondern ermöglichen auch Telefongespräche und Kabelfernsehen. Sagen wir also, Sie schicken eine E-Mail von Dortmund aus zu einem Kollegen in Berlin. Diese E-Mail wandert in Millisekunden durchs Netz. Aber Netze und Verbindungen gibt es viele. Wie findet Ihre Mail also die schnellste Route nach Berlin? Das funktioniert durch das sogenannte Routing. Gehen wir einmal zurück in die Vergangenheit. Nehmen wir an, Sie wohnen in Dortmund und schicken einen Brief nach Berlin. Der Brief wird nicht direkt nach Berlin gebracht, sondern es gibt verschiedene Poststellen in ganz Deutschland und der Brief durchwandert verschiedene von diesen Poststellen. Alle diese Poststellen wissen, wohin der Brief als nächstes gebracht werden muss, damit er auf dem schnellsten Weg in Berlin ankommt. Eine ähnliche Funktion haben Router. Diese Netzwerkgeräte finden den schnellsten Weg, um Daten von A nach B zu bringen. Und meistens führt dieser Weg über viele verschiedene Netze, die miteinander verbunden sind. Ihre E-Mail nach Berlin besteht aus vielen Daten. Die werden vom Computer in ein Datenpaket gepackt und dann losgeschickt zum Ziel. Genauso wie jeder Brief eine Empfängeradresse hat, hat auch jedes Datenpaket eine Zieladresse. Dank dieser wissen die Router, wohin das Datenpaket als nächstes geschickt werden muss. Sie haben bestimmt schon mal von der sogenannten IP-Adresse gehört. Jeder Computer, der mit einem Netz verbunden ist, hat eine einzigartige IP-Adresse. In der Regel sind das vier Zahlen zwischen 0 und 255. Bis zu 4 Milliarden Adressen können so generiert werden. In unserer vernetzten Welt wird das nicht mehr lange ausreichen. Aus diesem Grund wird man bald auf neue Protokolle ausweichen, die mehr Adressen generieren können. Bei der Datenübertragung steht Ihr Computer vor einigen Herausforderungen. Zum Beispiel sind die meisten Daten, die heutzutage gesendet werden, ziemlich groß und passen nicht in ein Datenpaket. Man muss sie also in mehrere Pakete aufteilen. Das ist problematisch, denn es kann passieren, dass die Datenpakete nicht die gleiche Route nehmen und deshalb nicht in der richtigen Reihenfolge beim Empfänger ankommen. Das ist schlecht, weil dann eine Datei, die aus vielen kleinen Datenpaketen besteht, nicht richtig wieder zusammengesetzt werden kann. Um das zu verhindern, gibt es das Transmission Control Protocol, ein Netzwerkprotokoll, das die Datenpakete nummeriert. Es legt schon beim Verpacken eine Reihenfolge fest, in der die Pakete beim Empfänger geöffnet werden müssen, damit die Datei richtig angezeigt wird. Es gibt im TCP noch viele weitere Regeln, die alle dafür sorgen, dass Daten richtig gesendet und empfangen werden können, sodass kein Stau entsteht und dass keine Datenpakete verloren gehen. Deshalb ist es so nützlich für das Internet, denn es stellt sicher, dass Nachrichten, Bilder, Videos und andere wichtige Dateien auch tatsächlich beim Empfänger ankommen und das vollständig und ohne Fehler. Sowohl TCP als auch IP sind Teil des sogenannten TCP-IP-Modells. Es basiert auf der Überlegung, dass die Datenübertragung aus vielen verschiedenen Aufgaben besteht, die aufeinander aufbauen. Von der rein mechanischen Übertragung bis zur tatsächlichen Verwendung durch Sie, den Benutzer. Und jede Schicht in diesem sogenannten Schichtenmodell hat ihre eigenen Aufgaben und Protokolle. Protokolle kann man sich wie eine Sprache vorstellen, mit deren Hilfe Computer und Netzwerke miteinander kommunizieren können. Sie sind Kommunikationsregeln, die gewährleisten, dass die Übertragung reibungslos abläuft. So wie es auch viele verschiedene Sprachen auf der Welt gibt, gibt es auch viele verschiedene Netzwerkprotokolle. Das TCP-IP-Modell ist wichtig, weil auf diesem Modell der Aufbau des Internets basiert. Man nennt es auch Internetprotokollfamilie, weil jede Schicht verschiedene Protokolle beinhaltet. Sie alle haben eine bestimmte Funktion und ermöglichen uns die Kommunikation über das Internet.
Die Verbindungsschicht zum Beispiel ist zuständig für die physische Übertragung der Daten. Die Internetschicht ist zuständig für das Routing und die Adressierung der Daten. Die Transportschicht stellt sicher, dass zwei Geräte fehlerfrei miteinander kommunizieren können. Und die Anwendungsschicht ermöglicht es Programmen, in Verbindung mit einem Netzwerk zu treten. In der Anwendungsschicht findet sich zum Beispiel das Protokoll IMAP, mit dem ein Programm E-Mails empfangen kann, oder HTTP, das man zum Öffnen von Internetseiten im Browser braucht. So viel zum technischen Teil. Doch heutzutage sind nicht nur Computer und Drucker mit dem Internet verbunden und übertragen Daten. Sie haben sicher schon einmal den Begriff Internet der Dinge gehört. Es gibt immer mehr Gegenstände im täglichen Gebrauch, die ebenfalls online sein können. Das geht von Dingen, die wir immer mit uns herumtragen, zum Beispiel Smartphones, Uhren, Kopfhörer, bis hin zu den Gebäuden und Fahrzeugen, in denen wir uns aufhalten. Autos mit GPS und Bordcomputer oder Smart Homes mit digitalen Alarmanlagen und Licht- und Heizsystemen sind längst Normalität geworden. Dinge, die eigentlich keine Computer sind, werden mit entsprechender Technologie versehen und bekommen eine eigene IP-Adresse. Sie werden Teil eines Netzwerkes und können über das Internet kommunizieren, Daten einholen und auswerten. Und die Zahl dieser Geräte wächst und wächst. Das bringt einige Vorteile mit sich, aber es entstehen dadurch auch Konflikte, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Es wäre zum Beispiel möglich, dass Ihre Fitnessuhr, die ja jetzt schon Ihren Puls und Ihre Herzfrequenz messen kann, die Messergebnisse live an Ihren Hausarzt weiterleitet und Alarm schlägt, falls etwas unnormal ist. Herzfehler und andere Erkrankungen können dadurch frühzeitig erkannt und behandelt werden. Das kann ein großer Vorteil sein. Aber wer bestimmt, was noch alles mit Ihren medizinischen Daten passiert? Darf der Arzt diese zum Beispiel an die Krankenkasse weitergeben? Oder leitet Ihre Fitnessuhr Sie vielleicht sogar direkt dorthin weiter? Wie kann man verhindern, dass Dritte unerlaubt Daten abgreifen und für eigene Zwecke nutzen? Solche Fragen stellen die Gesellschaft vor große Herausforderungen, vor allem wenn es um Themen wie Privatsphäre und Datenschutz geht. Sie haben in diesem Video gelernt, wie das Internet Datenaustausch ermöglicht und was es mit dem Internet der Dinge auf sich hat. Noch mehr Infos zu Computernetzen finden Sie übrigens in unserem Video „Wie funktionieren Computernetze?". Danke fürs Zuschauen und viel Erfolg beim Lernen.